Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prehistory Kingdom. Und wir bauen an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich an dem Eingangsbereich. Und den reiße ich hier gerade mal so ein bisschen noch ab, weil ich habe das Ganze mir nochmal überlegt und ich wollte das nochmal ein bisschen umstrukturieren, weil mir das Wegenetz noch nicht so zu 100% gefallen hat. Ich wollte halt im Ende dann, wenn der Park fertig ist, auch so einen Rundgang haben. Deswegen fand ich es hier ganz wichtig, beim Eingangsbereich einen Weg nach links zu haben und einen nach rechts. Und dann kann man halt eigentlich perfekten Rundgang planen. Das heißt, man geht links einmal durch den gesamten Park und kommt dann auf der rechten Seite wieder raus und kann dann den Park verlassen, ohne noch große Umwege zu laufen. Das finde ich immer ein bisschen schöner als Besucher. Ich habe mir tatsächlich auch vorgenommen, dass ich dann auch mal so einen Fluss durch den gesamten Park mache, der sich dann auch durch mehrere Gehege und sowas erstreckt. Deshalb habe ich hier auch schon solche Brücken, ja nicht selber gebaut, sondern das sind so Fertigbrücken, die habe ich einfach verwendet, weil die eigentlich perfekt in unseren Park passen vom Stil. Ich möchte hier in dem Park ja sowieso relativ viel mit Bambus arbeiten, mit Holz arbeiten und auch mit zum Beispiel Strohdächern und sowas, damit wir halt genau dieses tropische Dschungelfeeling in dem Park auch erzeugen können. Jetzt, wo ich hier gerade so eine typische Fleißarbeit mache, nämlich hier diese ganze Besucherplattform abzustecken, können wir mal kurz über den Parknamen reden. Denn ihr habt unter die letzte Folge wirklich tolle Namensvorschläge für den Park geschrieben. Und ihr habt jetzt, wo das Video online hier ist, die Möglichkeit abzustimmen, welcher Parkname es dann am Ende werden wird. Ich habe mir nämlich ein paar rausgesucht, die mir gut gefallen haben. Und unter dem Community-Tab von meinem YouTube-Kanal, dort könnt ihr jetzt voten und der Parkname mit den meisten Stimmen, der wird es dann am Ende auch werden und in der nächsten Folge werde ich den dann auch bekannt geben. Hier baue ich jetzt sogar meine eigene Statue und die Plattform dazu. Das funktioniert eigentlich auch immer recht gut, aber ist ja allgemein so, bei so runden Objekten geht das ja immer relativ simpel, indem man das einfach kopiert und dann die ganze Zeit dreht. Und dann hat man eigentlich relativ schnell sowas Rundes abgesteckt, jetzt in dem Fall zum Beispiel mit Bambus. Also das funktioniert ja auch genauso wie in Planet Zoo, relativ simpel und geht mega schnell und ist dann halt auch mega genau von der Rundung her. Hier mache ich jetzt random nochmal so ein paar Höhenunterschiede rein. Dann sieht das Ganze immer ein bisschen interessanter aus, als wenn alles die gleiche Höhe hat. Und ein bisschen natürlicher wirkt es dann auch. Und dann kommt hier auch nochmal ein wenig Erde rein. Und die Statue darf natürlich auch nicht fehlen. Und diese spoilert euch jetzt auch schon, welches Urzeitlebewesen in unser erstes Gehege kommen wird, nämlich der Edmontosaurus. Ist auch ganz cool, dass man die Statuen da auch das Material auswählen kann und die dann einfärben kann, aber das ist ja sowieso bei richtig vielen Objekten der Fall. Also das ist echt praktisch, dass man so viele Sachen von der Farbe und sowas her anpassen kann. Macht echt Spaß in Prehistoric Kingdom mit diesen ganzen Objekten zu arbeiten. Jetzt kommen auch noch ein paar hübsche Blümchen rein in verschiedenen Farben. Ich meine, was gibt Schöneres als freundliche, bunte Blumen, die einen begrüßen im Eingangsbereich? Ja, vielleicht noch ein Springbrunnen oder sowas. Plätscherndes Wasser ist irgendwie noch schöner als Blumen. Wobei ist beides cool. Am besten ist die Kombination aus beiden, glaube ich. Aber so richtige Springbrunnen bauen, weiß ich nicht, ob das schon geht. Wir haben bei Prehistory Kingdom ja bis jetzt nur zwei Wasserdüsen zur Verfügung. Da kommen wir später auch noch zu. Die werdet ihr dann nochmal im Einsatz sehen. Und ich weiß nicht, ob es damit vernünftig möglich ist, Springbrunnen zu bauen. Könnte man allerdings ausprobieren, weil man hat ja diese Skalieren-Funktion. Und die kann man ja auch bei den Düsen anwenden. Und vielleicht kann man ja den Strahl dann so relativ schmal und so machen. Vielleicht teste ich das irgendwann mal. Als nächstes baue ich hier nochmal so ein kleines Häuschen, wo die Besucher nochmal ein bisschen näher in das Gehege gehen können. Und wo dann auch später diese Ferngläser sein sollen, damit die Besucher auch weiter in die Ferne schauen können. Natürlich auch wieder mit Holz, Bambus und Strohdächern. So wird eigentlich fast jedes Gebäude hier im Park aussehen, denke ich mal.
Da kommen jetzt auch schon die Ferngläser, von denen ich gerade gesprochen habe. Bei denen ist es aber, glaube ich, so, dass die Besucher die noch nicht wirklich benutzen. Also die gehen da nicht hin und gucken da wirklich durch. Ich glaube, bis jetzt laufen die Besucher einfach nur stumpf im Park rum. Aber das wird dann ja hoffentlich auch noch kommen, dass die auch mit zum Beispiel Läden interagieren, was ich jetzt gerade im Hintergrund baue. Oder halt solchen Aussichtsobjekten, das wäre schon ganz cool. Das jetzt gerade wird übrigens unser erster Laden, wo sich Besucher dann Essen kaufen können. Wenn sie dann eine lange Anfahrt oder Anreise oder sowas hatten zum Park, dann ist man natürlich hungrig. Und dann ist es immer schön, wenn man dann schon mal so einen Snack am Eingangsbereich kriegt, bevor man dann kilometerweit durch den Park laufen muss. Und auch eine Toilette darf natürlich nicht fehlen. Da habe ich einfach eine ganz kleine süße Hütte gebaut. Ich finde das vom Stil eigentlich auch recht schön, wenn man ganz viele kleine, verschiedene große Hütten hat. Das passt irgendwie ganz gut zu so einem Dschungel, finde ich. Und deshalb werde ich das wahrscheinlich dann auch so weitermachen. Vielleicht werde ich dann auch mal das ein oder andere größere Gebäude machen. Aber ich denke mal, wenn wir so viele kleine, süße Hütten machen, das ist schon cool. Mülleimer und Bänke platziere ich jetzt hier auch zum ersten Mal. Da werde ich aber dann später auch noch mal komplett durch den Park gehen, dass wir wirklich überall auch Bänke und Mülleimer stehen haben. Allgemein so kleine Details und sowas, so Anpassungen werde ich später dann, denke ich, auch noch mal vornehmen. Wenn dann der Grundriss vom Park steht, dann ist das immer ein bisschen einfacher, da noch mal ein bisschen Detailarbeiten zu machen. Als wenn man halt jetzt hier gerade alles von Grund auf neu baut. Da würde das eigentlich, glaube ich, dann zu viel Zeit ziehen. Und das ist dann, glaube ich, auch auf Dauer demotivierend, wenn man sich dann zu sehr in diesen Details verliert. Und dann halt kaum Progress sieht, weil man halt irgendwie dann nur einen Weg oder sowas fertig bekommt, weil man halt so viel Liebe zum Detail dort reingesteckt hat. Und ich versuche halt jetzt erstmal mich so ein bisschen darauf zu konzentrieren, dass wir ja vom Park her vorankommen, dass wir mehrere Gehege bekommen und sowas. Und später können wir dann auch nochmal dann zu diesem Eingangsbereich zum Beispiel zurückgehen, nochmal mehr Bänke platzieren, Lampen platzieren, noch ein paar Zäune bauen, die ganze Drumherum-Gestaltung ein bisschen schöner machen. Aber jetzt werde ich mich, wie gesagt, erstmal auf die grobe Planung und sowas konzentrieren. Ich werde natürlich jetzt nicht alles irgendwie nur richtig blöd hinbauen oder sowas. Ich werde mir schon Mühe geben, aber ich werde mich nicht so sehr an Details aufhalten, dass wir dann, wie gesagt, später kommen. Und da freue ich mich auch schon drauf, weil diese Detailarbeiten am Ende, die sind immer ziemlich cool. Also vielleicht machen wir dann nochmal eine Extra-Folge oder sowas. Da werde ich mir dann was einfallen lassen. Aber jetzt drückt gerne ein Auge zu, wenn ich dann nicht ganz so detailverliebt hier arbeite. Ich bin ja echt richtig froh, dass die Felsarbeit in Prehistoric Kingdom so ultra gut und leicht funktioniert. Weil ihr müsst halt überlegen, der große Unterschied zu Planet Zoo ist ja zum Beispiel, dass man halt hier prähistorische Lebewesen hat. Unter anderem auch riesige Saurier, zum Beispiel Sauropoden, Brachiosaurus oder ein Argentinosaurus.
Und wenn man dann für die ein Gehege bauen muss, das wird dann natürlich dementsprechend, weil die viel Platz brauchen, riesig groß. Und dann ist es natürlich echt angenehm für den Spieler, wenn er schnell und mit nicht zu viel Aufwand auch eine einigermaßen schöne Felswand erzeugen kann, die dann auch etwas größer ist. Und das geht in Prehistoric Kingdom mit den Felsen wirklich richtig gut. Und das Ergebnis ist auch immer echt sehr, sehr gut. Auch wenn man immer nur den gleichen Felsen benutzt, wenn man den ein bisschen dreht, ein bisschen skaliert von der Größe und sowas, dann sieht das immer schon echt solide alles aus. Das gleiche kann ich auf jeden Fall auch zu dem Foliage-Tool sagen, also diese Büsche platzieren, Bäume platzieren, dass man die so auswählen kann, dann die Dichte der Bepflanzung einstellen kann und auch natürlich die Größe von dem Pinsel. Das ist auch super angenehm. Damit kann man dann auch echt schnell so eine Felswand komplett mit Büschen auskleiden, ohne groß Aufwand zu haben, weil die sind dann auch immer alle von der Rotation anders, von der Größenskalierung ein bisschen anders. Und dann sieht das Ergebnis auch immer wirklich sehr natürlich und gut aus, obwohl man da das Ganze nicht viel mit Handarbeit platziert hat, sondern einfach nur schnell hingepinselt hat. Und das ist halt natürlich bei so großen Gehegen auch echt praktisch. Jetzt kommen wir auch das erste Mal zur Gehegegestaltung. Also das Drumherum haben wir jetzt ja schon einiges an Arbeit reingesteckt. Aber jetzt machen wir das Gehege, was relativ simpel ist. So einen kleinen Höhenunterschied habe ich dort noch eingebaut, damit ich hier so eine kleine Felswand noch erzeugen kann. Dann an den Rändern wieder schön viele Felsen. Und jetzt natürlich auch noch einige Büsche dazu. Bei Bäumen und größeren Büschen muss man natürlich immer so ein bisschen aus Besucherperspektive gucken, dass die nicht zu viel verdecken. Natürlich ist es in bestimmten Bereichen auch gut, wenn die was verdecken, wenn man das halt gewollt macht. Aber ich würde halt immer dann so ein bisschen die Kamera in die Besucherperspektive machen. Und dann kann man eigentlich so am besten abschätzen, wo man genau Bäume dann haben möchte. Das Terrainpinsel-Tool, das gefällt mir bei dem Spiel noch nicht ganz so gut, muss ich sagen. Also die Übergänge sind dann teilweise echt ein bisschen komisch, sehen die immer aus. Und dann muss man da ganz oft das Tool wechseln, immer wieder rüberpinseln, bis man dann damit zufrieden ist. Aber ich meine, wenn man dann die Mühe halt reinsteckt, ist das Ergebnis auch immer echt schön. Aber ja, wie das Ganze funktioniert, das gefällt mir noch nicht so zu 100%. Weil manchmal entstehen auch so ganz komische Kanten. Da habe ich auch noch nicht durchgeblickt, wie das kommt. Aber ja, muss man halt so ein bisschen sich mit rumquälen, sage ich mal. Das wird hoffentlich auch nochmal ein bisschen überarbeitet. Aber ist natürlich auch schon schön, dass man so viele Auswahlmöglichkeiten hat mit Untergründen. Man kann ja auch wirklich von jedem Biom und sowas auswählen. Also wenn man zum Beispiel auf einer Tropenkarte ist, kann man auch von einer gemäßigten Karte die Gräser und sowas verwenden. Das finde ich auch richtig gut. Und was auch noch echt schön ist, ist, dass man so schnell einigermaßen gut aussehende Hintergrundgestaltung machen kann. Weil das macht immer viel aus, wenn man zumindest im Hintergrund ein paar mehr Bäume und sowas stehen hat. Und das geht halt mit diesen Pinseltools auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Natürlich dürfen hier auch diese Dungbeetle-Nester nicht fehlen, damit der Dinosaurierkot weggemacht wird. Und Futterspender und zu guter Letzt natürlich auch noch die Edmontos. Und wir schauen uns jetzt das Ganze nochmal ein wenig aus Besucherperspektive an, würde ich sagen. Hier sieht man schon ganz gut, was ich vorhin meinte mit Details, die noch fehlen. Also hier muss halt auch noch irgendwie ein Zaun oder sowas hin, Bänke und sowas, aber das wird alles später kommen. Wir gehen jetzt mal hinein. Hier wird der Name natürlich auch noch geändert. Denkt auf jeden Fall daran, unter dem Community-Tab vorbeizuschauen und zu voten. Das erste, was man halt sieht, ist diese Edmontosaurus-Statue und im Hintergrund sieht man dann auch schon die lebenden Edmontos. Kann man dann direkt hier vorne auf die Plattform gehen. Und hat wirklich einen perfekten Blick. Auch mit einem schönen Wasserfall im Hintergrund, das haben wir echt gut hinbekommen. Ist auch immer cool, wenn man halt auf einer Erhöhung ist. Dann kann man die Dinosaurier wirklich sehr gut beobachten. Ich habe mich hier übrigens für die kleinste Unterart entschieden, damit es nicht so klein wirkt, das Gehege, weil es gibt auch noch viel größere Edmontos. Aber die wollte ich hier nicht haben. Wir können uns das hier auch nochmal anschauen. Hier setzen die sich leider auch noch nicht hin, die Besucher. Dann können sie sich hier einen Burger holen. Da sind nochmal Automaten.
Hier ist das Toilettenhäuschen. Und dort kann man dann hier an die Ferngläser gehen. Und nochmal einen Blick in die Ferne wagen. Die Brücken sind auch echt passend. Da hat man natürlich auch nochmal einen richtig schönen Überblick von der Brücke aus. Ich finde das halt auch cool, dass wir das Gewässer dann später durch den gesamten Park führen. Wird, glaube ich, richtig interessant werden. Da seht ihr nochmal den Wasserfall, den ersten. Da werden wir, glaube ich, auch noch einige im Park haben. Hier gibt es leider echt halt nur zwei Düsen und dadurch ist das Ergebnis nicht ganz perfekt, aber es sieht schon nicht schlecht aus für den ersten Wasserfall. Oh, im Hintergrund ist sogar ein Vulkan. Das ist ja mega cool. Ich zoome jetzt nochmal raus und dann zeige ich es euch von oben. Also das ist unser erstes Gehege für den Park. Und ja, Leute, ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.